Außerdem habe ich jetzt genug Sphären, sag ich mal, Stall des Schneelandes, cool, um mir mein 10. Herz und meinen zweiten Ausrüstungs-, meinen zweiten Ausdauerkreis voll zu machen. Was liegt hier? So, Soldatenschild, Soldatenlanze, braucht kein Mensch. Was wollt ihr denn? Der Weg nach Norden führt zum Stall von Marita, nicht wahr, Flocke? Ja. Oh, wolltest du was? Entschuldige, ich bin wohl echt nicht der beste Gesprächspartner. Ich kann dir dein Pferd klauen, wenn du nicht aufpasst. Kann ich? Nee, kann ich nicht. Schade. Das wäre jetzt natürlich witzig gewesen. Was ist mit dir? Ich muss die sagenumwobenen Drachen finden. Ob sie jetzt auf dem Land leben oder in den Lüften. Tja, mein Freund, ich könnte dir Bilder zeigen. Ich habe eins. Zumindest. Warum sind Männer von gefährlichen Dingen immer gleich begeistert? Egal wie viele Monster man besiegt, große Macht ist noch lange kein Zeichen von gutem Charakter, findest du nicht? Ich bin auch begeistert. Dachte ich mir, du hast den ganzen beschwerlichen Weg hierher in die Berge auf dich genommen. Tja. Was soll ich sagen? Ich mag Herausforderungen, vielleicht? Weiß ja nicht. Wie kann man da nicht begeistert sein? Du stimmst mir doch zu, oder? Ja, klar. Ja, davon schwärmen alle Abenteurer. Angeblich sollen die Strahlen, die aus dem Schwert kommen, alle Monster einfach wegfegen. Das heilige Bandschwert. Allein der Name ist schon episch. Gut, auf das heilige Bandschwert freue ich mich tatsächlich. Hallo! Und... Lutsch mich. Lutsch mich. Yay. Guck mal, isst du eigentlich... Beziehungsweise natürlich isst du. Du isst wahrscheinlich alles. Was hab ich denn für dich? Würdest du sowas essen? Isst du sowas? Ich meine, ich würde es vielleicht als Barfen bezeichnen. Aber... Scheinbar ist er davon nicht allzu begeistert. Deshalb lege ich ihm doch einfach mal was Richtiges zu essen hin. Und zwar kriegt er einfach mal einen guten Hyrule-Barsch. Hier. Naja, die Pferde aufgenommen. Gesundheit. Gesundheit. Bist du allergisch gegen Fisch? Hast du echt was gegen Fisch oder ist das was anderes? Also entweder ist dieser Hund sehr wählerisch oder er hat keinen Hunger. Nope, der Hund ist einfach nur sehr wählerisch. Alles klar, dann freu dich über dein Edelwild. So. Terry, was ist mit dir? Oh, ihr Besuch ehrt. Ja, ich sehe, ich habe einen Rüstungskäfer. Natürlich trenne ich mich von ihm. Was würde ich für dich nicht alles tun, Terry? So, würde ich sonst sowas kaufen? Wahrscheinlich nicht. Holzpfeile. Holzpfeile wiederum wären eventuell vielleicht tatsächlich... Warum habe ich denn keine Fitkröte? Habe ich die alle verkocht? Wahrscheinlich. Pfeile kann man nie genug haben. Genau, davon kann man nie genug haben. Das stimmt. Deswegen kaufe ich dir einfach mal alle ab. Da muss ich mit denen nämlich auch nicht sparsam umgehen. So. Ah, so viel Glück an einem Tag verkrafte ich nicht. Also ich kann ihm nur einen Käfer pro Tag geben. Du bist am Spielen, das ist auch vollkommen okay. Was liegt hier noch rum? Himbeeren, beziehungsweise Wildbeeren. Oh, Link. Komm klar. Hier haben wir hier eine Meisteraxt. Das ist schon besser. Aber immer noch nicht überzeugend. Ich nehme mir lieber Äpfel im Holzbündel mit.
kann ich vielleicht gebrauchen. Du bist auch ein hübscher Hund. Ich habe das Gefühl, ich bin damals nicht so hoch geklettert, aber vielleicht doch, doch. Ich bezweifle, dass jetzt auf jedem Stall hier irgendwas drauf ist. Ich meine, bisher war tatsächlich ja auch nur auf einem Stall was drauf und das war sehr deutlich durch ein Windrad gekennzeichnet. Aber auf der anderen Seite, ich komme hier rauf, und dann kann ich mir zumindest schon mal angucken, oder ich kann mir zumindest mal angucken, ob hier vielleicht doch irgendwas sein könnte. Ich meine, Crocs sind ja nicht dafür bekannt, dass sie sich schnell zeigen, von daher... Ist hier drin noch irgendwas Interessantes? Alter Mann! Wie geht's dir? Ui. Sag mal, Reisender, hast du Zeit für die Geschichte eines alten Mannes, der nichts Besseres zu tun hat? Immer. Wenn du mal so alt bist wie ich, dann denkst du häufig an deine Kindheit zurück. Wirst schon sehen. In unserem unerschlossenen Land gab es damals allerdings kaum Kinder. Meine einzigen Freunde waren Hilo und Mali. Ich weiß noch, ich habe mit Hilo immer am Labyrinth und mit Mali bei den Ruinen gespielt. Labyrinth, Ruinen. Okay. Erzähl mir von Hilo. Jenseits des Tabanta Schneefelds im Norden. Ah ja, ist ein riesiges Labyrinth. Ja, das sieht man auf der Karte tatsächlich. Ich weiß nicht, wer es gebaut hat oder wie lange es schon da ist. Die Erwachsenen hatten uns jedenfalls verboten, dort zu spielen. Zu gefährlich und so. Na, du weißt ja. Eines Tages habe ich Hilo dazu gebracht, sich als Mutprobe in das Labyrinth zu wagen. Ich habe ihn nicht wiedergesehen, es war wohl wirklich gefährlich. Kinder haben einfach kein Gefühl für Gefahr. Was für eine schreckliche Geschichte! Ich bereue jeden Tag, dass ich ihn dazu überredet habe. Der hat wohl einer den Labyrinth-Trick nicht erkannt. Nicht gekannt. So, und jetzt erzähl mir doch von Mali noch. Vielleicht hast du ja die große Schlucht im Südosten von hier gesehen. An ihrem Grund sollen sich Ruinen befinden. Aha, okay. Da ist also ganz am Grund tatsächlich etwas. Ich weiß nicht, wer sie gebaut hat oder wie lange sie schon da waren. Die Erwachsenen hatten uns jedenfalls verboten, dort zu spielen. Zu gefährlich und so. Na, du weißt ja. Eines Tages sind Mali und ich los, um die Ruinen zu erforschen. Mali ist beim Klettern abgerutscht und von einer Klippe gestürzt. Ich habe sie nicht wiedergesehen. Kinder vergessen manchmal von Neugier jede Vorsicht. Und dann ist es geschehen. Die Erinnerung daran sucht mich noch immer heim. Naja, es gibt auch einen kleinen Lichtblick. Hilo und Mali mögen fort sein, aber in diesem Stall leben zwei ihrer Nachfahren. Ich dachte, das wäre ja als Kind passiert. Wann haben die Kinder gekriegt? Aber wie gesagt, es gab kaum Kinder und so waren meine einzigen Freunde Pferde. Oh, Pferde. Es geht um Pferde. Himmels Willen. Alter, mach mir doch keine so Panik, ey. Meine Nachforschungen haben mich nach Ost und West geführt und jetzt bin ich im Norden gelandet. Hier soll es ein Knochenpferd geben, aber es ist zu kalt, um weiterzusuchen. Das ist es nicht wert. Ein Knochenpferd? Ah, meine Intuition in Verbindung mit deiner Frage sagt mir, dass du dich für das Knochenpferd interessierst. Durchaus. Ich will dieses Monster mit eigenen Augen sehen, es wäre unglaublich, wenn es wirklich existieren würde. Tja, nur leider komme ich zwar mit allen möglichen Gefahren klar, aber bei dieser Kälte hört der Spaß auf. Würdest du mir helfen? Natürlich gegen Belohnung. Ein Bild oder ein paar Notizen oder so würde mir reichen. Verstanden? Es gibt ein Knochenpferd? Das wollte ich hören. Den Geschichten nach... findet man es auf der nördlichen Tabanta-Ebene zusammen mit Stahlbockblins. Andere Quellen besagen, es befinde sich sogar jenseits der Ebene ganz drüben im Osten vor diesen seltsamen Ruinen. Du machst das schon. Aber hallo! Ich will ein Knochenpferd sehen, das glaubst du aber. Also in diesen Ruinen ist tatsächlich was. Was... sehr, sehr interessant ist. Das heißt nämlich, dass ich da unten gleich auch noch reinwusel. Allerdings erst, nachdem ich hier oben drin war. Aber hallo, ich will ein Knochenpferd sehen.
Und wenn nicht, gehe ich mal davon aus, dass da unten zumindest ein Schrein drin ist. Also, es wird sich so oder so lohnen. Aber Halleluja, sage ich da nur. Salz. Genau, Salz. Salz. Pilzreisbällchen. Machen zwar nur 3 Herzen, aber ganz süß. Reisbällchen aus Reis. Reisbällchen aus Reis. Wow. Der zusammen mit Pilzen gekocht wurde. Das Pilzaroma hüllt einen beim Essen regelrecht ein. Das sieht zumindest echt lecker aus. Ich habe keine Ahnung, ob ich das in echt nachmachen würde, aber was ich auf jeden Fall mal ausprobieren möchte, ist 3 Fittlinge zu nehmen und dann Reis und Salz hinzuzugeben. Das auch funktioniert. Sogar mit besonderem Effekt, aber was wird es? Fitness-Pilz-Reisbällchen. 8 Herzen erhöht die maximale Ausdauer. Reisbällchen aus Reis. Cool. Und entsprechend kann ich auch Kühlungspilz-Reisbällchen herstellen. Das ist natürlich cool. Was könnte ich denn noch kochen? Kann ich Maxi-Trüffel mit Maxi-Rüben kombinieren? Maxi-Dampfpilze. Volle Heilung plus 8 Herzen, das ist doch auf jeden Fall ganz cool. Palmfrucht. Keine besondere Kochzutat, füllt aber Herzen auf. Maxi-Obst mit Pilzen. Volle Heilung plus 3 Herzen, das ist doch auch süß. Ich meine, ich würde es ja schon gerne mal auf die Spitze treiben und ich habe so viele von den Maxi-Trüffeln. Mal gucken, wie viel das hier wird. Ob ich mehr als 14 Herzen hinkriege. Plus 22 Herzen! Ist ja der Wahnsinn. Ob das noch mehr gegeben hätte, wenn das ein besonderer Effekt gewesen wäre? Mit Sicherheit. Ich werde es wahrscheinlich nicht erfahren, aber alter Falter, das ist ziemlich cool. Honig, Fleisch und eine Vogelnuss. Bin mal gespannt, was das wird. Ein Fleischspieß. Ein Spurtfleischspieß allerdings. Es ist zwar deutlich langsamer, als ich... Ach, das hier ist auch der Spurt-Lotus und kein Honig. Ich Idiot. Was passiert denn, wenn ich 5 Spurt-Lotusse? Wahrscheinlich einfach nur Kochgemüse. Kochobst, genau. Spurt-Kochobst. Dafür allerdings Level 3 Schnelligkeit. Das ist doch eigentlich ganz cool. Was ich aber machen wollte, war ja Luxuswild. Und ich habe keinen Honig. Gut, dann nehme ich mal vielleicht nicht unbedingt das Luxuswild, wenn ich probiere, sondern ich probiere mal Edelwild. Edelgeflügel und ein Barsch. Ja, von allem etwas. Wird wahrscheinlich auch einfach ein Fleischspieß. Ja, leider. Aber vielleicht fehlt mir auch einfach nur das passende Gewürz quasi, um tatsächlich was Besonderes zu kochen. Und ich würde auch echt gerne mal wissen, ob ich mit Prinzessinnen-Enzian irgendwas kochen kann. Aber... Naja, gucken wir mal. Schleichdampffleisch. Okay.
Halt auf jeden Fall mal super viel Herzen. Schleichdampffleisch, ist ja interessant. Wenn ich nur wüsste, was man mit diesem Pudding, wie man diesen Pudding herstellt. Würde ich definitiv einen Pudding herstellen, aber das weiß ich leider nicht mehr. Oh, der Maxi-Barsch gibt es ja auch noch. Maxi-Schmorfisch. Immerhin plus 4 Herzen, das ist doch auch ganz putzig. Passend dazu kann ich eventuell tatsächlich mal. Meine Provianttasche ist schon voll. Okay, das ist ja doof. Das ist eigentlich fast echt ein bisschen doof. Ich habe so viel Ausdauerzeug jetzt gekocht. Und halt hier der absolute Wahnsinn. Hätte ich dann, ich meine, das hier sind jetzt 31 Herzen. Ich könnte 33 Herzen ohne 31, ne, das kann ja nicht sein, das sind tatsächlich 30. Kann das denn sein? 9 plus 22 sind meiner Meinung nach 31 und ich habe doch 9. Ja, da passen 15 rein. Das heißt, ich habe tatsächlich nur 2 Reihen. Ist jetzt die Frage, habe ich deswegen nur maximal 30 Herzen? Weil ich kann ja mir mit den Zeichen der Bewährung bis zu 30 Herzen mehr holen. Das heißt, ich war der vollen Überzeugung, dass zumindest 3 Reihen hier funktionieren. Scheinbar aber nicht. Wie gesagt, ist jetzt die Frage, wird es mir nur nicht angezeigt? Oder ist 30 tatsächlich das Maximum? Wir werden es nie erfahren. Wow. Ich habe mir die Markierung vor allem da vorne hingesetzt. Aber wisst ihr was? Bevor ich das nachgucke, nehme ich mir zumindest Epona mit. Ja. So, hallo Epona. Lass uns mal gucken, warum ich da eine Markierung hingesetzt habe. Wahrscheinlich einfach nur für die Richtung, für den Schrein. Okay, gut. Dann markiere ich mir. Wie gesagt, auf jeden Fall hier das Schneefeld. Das will ich noch sehen. Dann. Hier oben. Dann will ich das hier sehen. Weil das sieht beides sehr verdächtig aus. Dann habe ich das hier. Auf jeden Fall noch hin will. Dann kann ich hier ja auch noch rein. Die Frage, ob ich hier tatsächlich reinkomme, weil hier ist der vergessene Tempel. Sieht ein bisschen nach Ende der Schlucht aus. Vielleicht soll ich hier rein. Ist aber wahrscheinlich auch egal. Aber ja, auf jeden Fall gehe ich erstmal in die Richtung. Richtung Blau. Wenn mich nämlich nicht alles täuscht, sehe ich da oben einen Schrein vor mir. Mal geradeaus, wo ich meine blaue Markierung hingesetzt habe. Das ist doch auf jeden Fall schon mal was wert. Und das da ist ein Krog. So mitten im Nirgendwo. Da
unten ist auch ein Schrein. Und Pferde habe ich hier. Das heißt, ich habe mir hier bei Grün auf jeden Fall schon mal eine Markierung hingesetzt. Eine passende. Und da oben habe ich mir dann mit ziemlicher Sicherheit auch entsprechend eine Markierung hingesetzt. So, ich muss halt nur mein Pferd hier stehen lassen, weil es wird wahrscheinlich für Epona etwas hart, da weiter hochzuklettern. Mit Sicherheit bist du einem gewissen Punkt möglich, aber ich denke, einfach so zu gehen ist deutlich einfacher und effektiver. Ich werde mit Sicherheit nicht alles erkunden, Schrägstrich können, Schrägstrich wollen, aber zumindest zu dem Tempel gehe ich auf jeden Fall. Ja, schreien. Ich kann ja einfach mal probieren, ob es Epona hier hoch schafft oder ob es heißt, Epona kommt nicht. Was war das denn? Fuchs, du hast die Gans getötet, oder was? Ah, ne, Wolf vor allem. Wolf, du hast einen Fuchs getötet! Bestimmt. Was ist denn hier los? Epona kommt wohl nicht. Das... Aua. Das habe ich mir fast gedacht, aber... Was ist denn mit den Schneebällen hier? Oh, ups. Liegen jetzt hier rum. Kann ich die schmelzen? Kann ich theoretisch schmelzen? Ist die Frage, ob das irgendeinen Sinn macht. Auf der anderen Seite habe ich so viel Holz. Ausprobieren. Schadet mit Sicherheit nichts. Außerdem kann ich bis morgens warten. Muss ja jetzt nicht unbedingt in der Nacht hier rumspazieren. Sieht halt auch nicht so aus, als würden die in irgendeiner Weise kleiner werden. Aber ich kann sie tatsächlich kaputt machen. Das funktioniert. Wird mir allerdings mit ziemlicher Sicherheit nichts bringen, deswegen warte ich jetzt einfach an so einem Ding bis morgens und dann... Okay, whatever. Whatever. Ich denke, ich habe Wichtigeres zu tun. Oh, du bist ein normaler Exalfoss. Oh, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Sorry.
So, und ich habe mir offensichtlich wohl auch den Schrein nicht direkt markiert. Und auch du scheinst mir seltsamerweise nicht von meinem Feuer beeindruckt zu sein. Das irritiert mich sehr. Würdest du das bitte lassen? Sei gefälligst von meinem Feuer beeindruckt. Da ist ein Krog. Haha. Wenn ich nichts gefunden habe, dann ist es ein Krog. Unfassbar. Und liegt mein Pfeil hier noch irgendwo? Ja, sehr gut. Pfeil nehme ich mit. Und hier waren die Edelsteine. Die will ich, wenn dann auch bitte mitnehmen. Mein Ritterschwert zerbricht gleich. Das ist schade. Aber auch okay. Ja, was ich mir hier markiert habe, sind Exalfosses. Wie gesagt, immer noch schade, dass ich auf denen nicht reiten kann. Aber ja, mein Gott, man kann nicht alles haben. Da hinten ist eventuell auch noch ein Krog, aber jetzt möchte ich zuerst in den Tempel, dann hoffentlich den Krog da hinten nicht vergessen, sofern es denn tatsächlich einer ist. Raqua. Sag mir, hast du einen Krog versteckt?